Holdrio, willkommen zurück. So, ich war ein bisschen fleißig. Ich habe hier den Lader schon mal voll. Wir müssen da die restlichen Bäume noch fällen. Und ich habe ein bisschen dazugelernt. Juhu. Wir brauchen hier keinen Pflug, sondern wir brauchen den Mulcher. Und zwar den Forstmulcher. Mit dem kann man zum einen die Baumstämme entfernen. Und zum anderen können wir dann auch ne, den sag schnell, Feld erstellen. Also würde ich sagen, bringen wir das Holz weg und dann besorgen wir uns mal so ein Ding. So. Ich weiß nicht, ob es in meinem Kopfhörer liegt, aber irgendwie stottert es gerade in meinem Ohr. Aber ich muss sagen, das Holz aufladen ist schon eine Plackerei, ne? Das ist schon echt anstrengend. Oh, das Feld könnte eigentlich auch mal fertig gemacht werden. Muss ich Frankie mal fragen, was da denn gesät werden soll. Was ist so ruhig hier? Alle am Schlafen? Ah, es ist schon zu spät, ne? Daran liegt's. Boah, sag mal, mein Kopfhörer ist doch echt. Es macht keinen Spaß mit dem. Ja. Glaube, ich brauche mal einen neuen Kopfhörer. So. Spanngurte. Ja. Und zack, weg ist es. Hoho. 4000 Öcken dazu bekommen. Das ist ja schon mal gut. So. Dann fahren wir mal beim Fahrzeughändler vorbei und dann besorgen wir uns mal so ein Ding. Ich gerade echt, wo die ganzen Menschen sind, die hier sonst immer waren. Hängen die irgendwo fest oder was? Hm. Naja. So. Dann gehen wir mal kaufen. Also werden wir mal von unserem eigenen Geld wohl kaufen müssen. Ich hoffe, dass wir da genug Geld haben. Und Tag. So, R. Wir müssen Forsttechnik, glaube ich. Da Forstmaschinen. So ein Ding müssen wir holen, ne? Das ist ein Mulchfräser, dient zum Baumstümpfe und Büsche entfernen. Siehst du, wir hätten auch gar nicht an das Malen brauchen. Ja, komm, den leisten wir uns mal. Mit unserem Geld werden, mit unserem Feld werden wir dann Geld machen ohne Ende. So. Zack. Der steht so. Klemmen wir uns mal vorne dran. Long. Naja, wird schon passen. So.
Noch ein Stück. Ach, wenn man keine Motorengeräusche auf dem Ohr hat, ist das grauenhaft. Das gibt's doch nicht. So. So, ich würde sagen, wir lassen den Hänger mal hier stehen. Zack. So. So, setzen wir an dieser Kante mal an. So, und wenn man jetzt hier rüber fährt, seht ihr, auf einmal haben wir nämlich eine Feldinfo. Hier haben wir nichts, Waldboden. Und hier haben wir auf einmal Feldinfo. Also das funktioniert schon mal. Und die Baumstümpfe müsste er dann auch abfräsen. Die müssen wir dann später noch gesondert abfräsen. Aber ich will jetzt erstmal hier eine Bahn ziehen. Bis so weit wie wir wollen, sagen wir mal was hier. Oh. Dann drehen wir mal. Wo er dann anfängt. Arbeitet er auch rückwärts? Ne, ja, müssen wir am Rand nachher nochmal eine gerade Kante ziehen. Ah, okay. Steine mag er wohl auch. Jetzt hier im Baumstumpf, den fräst da weg. Sehr gut. Funktioniert, das ist schon mal schön. So. Wenn ich das jetzt runter machen würde, werde auch die Bäusche wegmachen. Müssen wir dann halt nochmal gucken. Also im Moment haben wir es natürlich einfach, weil wir es schon weggemalt haben. Dann sieht man hier alles schöner. Aber gut. Wir lernen ja auch dazu. Oh. Und vorwärts. Dann erstellen wir uns ein schönes kleines Feld. Und das können wir ja später noch, wer es weiß, wie lange ziehen. Und dann haben wir ein schönes, großes, langes Feld. Dem wir dann anständig was anbauen können. Rex, weg damit. So. Die nächste Bahn wird jetzt spannend, weil ich da wahrscheinlich mit meinem Arsch nicht drankommen werde.
beziehungsweise weil der Baum dann da im Weg ist. So, weiter geht nicht. Das funktioniert doch ganz gut. So, nur noch die restlichen Bäume, das restliche Holz wegmachen. Dann wird das. Mal gucken. Hilft das? Ah ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man die Baumstümpfe jetzt auch wegmachen kann, ohne dass man direkt Feld erstellt. Das will ich jetzt mal ausprobieren an dem hier. Ja, da hat man das noch. Da kann ich das. Ne, da müsste ich jetzt runtergehen. Ah ja, wenn man vorsichtig geht, geht's. Sehr gut. Sehr schön. Ja, noch ein Mini-Ding. Sonst mal was. Ah, da haben wir noch einen. Oh. Man sollte nicht davor laufen, das tut am Bein weh. Ach Quatsch. Vorwärts. Gut. Gut, 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 gut. Das gefällt mir doch. So, dann stellen wir den erstmal hier ab. So. Dann machen wir die restlichen Bäumchen noch weg und dann können wir hier weiter fräsen. Ja, wunderbar. Das wird doch. So, hier rein, Füße runter. Naja, alle drei zu nehmen ist ein bisschen sehr utopisch. Dass ich das mit den Zweien hinkriege. Sieht bis jetzt gut aus. Ein bisschen höher. Nicht rausfallen. Aufmachen. Long. Da sind sie. So, holen wir uns noch hier den dicken Pilz.
Oh, ja, das habe ich mir fast gedacht. Kann ich da weiter hier anfangen? Oh. Ah, er kriegt den nicht gepackt. Frechheit. Geht doch. Eieiei. Naja, nicht schön, aber selten. Gut, dann fällen wir noch die restlichen Bäume und dann haben wir es bald. Kettensäge. Ja. Erzifazi. Einmal. Zweimal. Einmal. So, ich würde sagen, ich bastel hier noch ein bisschen und dann sehen wir uns dann später wieder. Bis dahin. Tschüss.